Hallöchen, meine Damen und Herren. Kann es sein, dass bei euch diese Konsole hier nicht funktioniert bzw. scheinbar nicht im Bild ist? Kein Problem. Dazu geht ihr einfach in dieser Datei, unten steht der Weg in der Videobeschreibung, wie man da hinkommt, und ändert bei Panorama Console Position and Size diese Werte hier auf diese Werte. Das schiebt die Konsole wieder oben links ins Bild in die Ecke. Das sah dann bei mir ungefähr so aus. Und dann könnt ihr es euch wieder zurechtschieben und groß machen und habt die Konsole. Falls das wieder passiert, einfach wieder denselben Weg gehen, dann ist sie wieder da oben links. Bei mir ist es jetzt die gesamte Zeit schon so geblieben. Natürlich bleibt ihr dann auch dort, wo ihr sie eben am Schluss hinschiebt. Und falls ihr die Konsole noch gar nicht aktiviert habt, geht hier oben links auf Einstellungen, dann auf Game, hier auf Enable Developer Console, yes. Und danach stellt ihr auf Keyboard Maus ein, wo die Konsole geöffnet werden soll, also mit welcher Taste. Ich mache das immer mit dem Punkt. Ich drücke also auf den Punkt und dann ist sie offen. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr hier bei dieser Auswahl nicht die linke Maustaste nutzt, um die Konsole zu öffnen. Hatte ich auch schon, war ein bisschen blöd. Um das Problem zu lösen, habe ich dann einfach alle CS2 CFGs gelöscht, das Spiel ausgemacht, neu gestartet und dann war ich halt wieder auf Null. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns in den Livestreams, Videogames, Giveaways, pipapo, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.